Starrick Bingo, finde den fünften Weisen. Mach ich purer. Geheimen Tempel. Joscha. Ah, du bist es. Wir gehen in der Erforschung des Untergrunds und der Jägerbande voran. Ach, die gibt's ja auch noch. Auch ich habe weiter geforscht. Stimmt. Ich habe irgendwas von 3 Koga-Bosskämpfen mal irgendwo gesehen. Aber ich habe bisher nur einen gemacht. Den Untergrund erkunden wir noch. Deshalb mache ich jetzt auch hier diesen... Deshalb will ich das Ganze jetzt auch beenden. Erstens, damit ich mir endlich mal alles angucken kann, ohne irgendwie gespoilert zu werden. Das riecht mich nämlich so weit von auf. Weil ich werde eh schon überall gespoilert. Es ist ein Wunder, dass ich noch nichts über den Final Boss weiß. Wirklich, ich weiß nur, wo der ist, sonst weiß ich gar nichts. Zweitens, warum ich das mache, damit ich eben diese Anzeige kriege, von wegen, das hast du da gemacht und hier und das musst du noch machen und sowas. Und der dritte Grund, es geht auf Sommer zu und ihr wisst, es kommen weniger Streams, ich habe weniger Zeit und einfach deshalb, damit ich mich nicht mehr so abhetze mit, da muss jetzt da und das machen und da und hier musst du wieder irgendwie den Stream mal gestalten, deshalb willst du da ein paar Schreine machen. Nee, nachdem ich das Spiel hier jetzt fertig gespielt habe, kann ich mich ganz einfach zurücklehnen und einfach mal alles erkunden. Ja. Wie ich will, dann quält auch keiner mehr in den YouTube-Kommentaren rum. Also nicht, dass mich das stört, ne, aber es gibt oft so Kommentare unter den YouTube-Folgen wie, ah, wann gehst du denn endlich mal dahin? Wann machst du denn das da mal? Geh da mal unbedingt hin. Und einfach um dann so Kommentare halt, ja, was heißt zu vermeiden? Die können dann natürlich immer noch kommen, da freue ich mich natürlich auch über jeden Kommentar. Aber einfach um quasi, ja, die Hauptsache jetzt mal zu beenden. Südwesten ausgerichtet habe. Die Statue, gibt's nichts Neues. Auf dem Boden des Abgrunds im Zeitenwald, südlich der Ebene von Hyrule, wurden Statuen. Was ist denn der Zeitenwald? Achso. Nach Südwesten? Ach ja, das führt ja alles nur zu Gerudo. Nee, okay, die hat da nichts mit zu tun. Gut, wir wissen ja Gott sei Dank, wo dieser Tempel ist. Kann ich mich auch direkt hin teleportieren. So. Und, ich hoffe jetzt nicht, dass irgendwer zuguckt, der sich hier spoilern lassen kann, aber, für alle, die gerade zuschauen und noch nichts wissen wollen jetzt zum Konstruktorium, bitte kurz abschalten. Ich winke, wenn ihr wieder zugucken dürft. Ich habe ja diese Interactive Map, die habe ich ja Daisy auch geschickt, quasi, wo man sich alles markieren kann, wo man die ganzen Schreine, ihr sollt aufhören, mit den Händen rumzufuchteln, wenn ich sage, ich winke. Auf dieser Interactive Map sieht man ja schon alles. Und da habe ich auch gesehen, dass irgendwo hier der Geistertempel steht. Also Spirit Temple, ich weiß nicht, der wird wahrscheinlich im Deutschen Geistertempel heißen. Und da werde ich jetzt wahrscheinlich hinkommen, nachdem ich dieses Konstruktorium gemacht habe. Ich hoffe aber nicht, dass der so lang dauert, weil PB hat das nämlich letztens auch geschafft. Der hat, ich weiß gar nicht, wie lange der gestreamt hat, ich glaube aber der Stream, der ging sogar 6 Stunden. Der hat aber davor noch ein bisschen was gemacht. Aber der war auch im Konstruktorium. Und danach ging er irgendwie direkt zum Finale. Das heißt, wir müssten eigentlich relativ schnell in diesen Geistertempel reinkommen. Oder wieder rauskommen. So, hallo. Ich dann so lasse die Folgen kommentarlos nachts durchlaufen. Da kommen wir auch. Also auch 6 Stunden. Nein, nein. Wenn das heute länger dauert, hab ich schon gesagt, dann machen wir das heute nicht. Also, stimmt, ich muss nach oben. Hier gehen wir hin. Ich muss ja von oben, das habe ich bei Daisy, Gott sei Dank habe ich das bei Daisy gesehen, sonst wüsste ich, glaube ich, jetzt nicht, was ich tun sollte. Daisy hat ja per Zufall schon irgendwie was gefunden, so ein Teil. Wir wissen, wir waren ja schon bei diesem Konstruktorium, hier muss man ja so einen Roboter zusammensetzen. Und Daisy hatte schon so ein Teil gefunden. Und das startet scheinbar die ganze Quest. Und das ist hier oben. In dieser Gewitterwolke. So, deshalb gehen wir da jetzt hin. Komm ich da hin? Es ist schon weit weg. Donnergrollinseln. Was ist denn da? Das sieht sehr spannend aus.
Super, dass ich hier nachts hingehe. Ich sehe absolut nichts. Es blitzt. Darf ich gleich erstmal die Kleidung wechseln? Ach du Scheiße, ich sehe hier gar nichts. Die Kleidung wechseln. Oh Gott, ich sehe hier wirklich nichts. Das ist ja ganz grauenhaft. Sehe ich vielleicht irgendwas hiermit? Nicht wirklich. Heißt, ich darf jetzt erstmal aufpassen, dass ich nicht hier runterfalle. Wie hat Daisy denn hier irgendwas gesehen? Warte, wie kriege ich das Ding überhaupt in den Untergrund rein? Hier muss ja irgendwo ein Abgrund sein. Da oben? Oh Gott. Junge, hier sieht man ja gar nichts. Da blitzt es ein bisschen. Da ist ein Wächter, ich schlich da mal hin. Ein Wächter, ein Konstrukt. Moin. Können Sie mir sagen, wo ich hier was finde? Wie hat das Daisy denn gefunden? Wäre gut, wenn Daisy jetzt hier wäre. Alter, ich sehe ja wirklich gar nichts hier. Da ist noch was. Wie riesig ist denn diese Insel? Oh Gott, falle ich jetzt runter? Hier regnet es doch gar nicht. Aha! Oder muss ich da vorne hin? Soll ich Daisy mal schreiben? Nee, lass mal. Jetzt sehe ich wieder nichts. Das dauert doch ewig. Wie hat der denn hier was gefunden? Kann doch nicht freiwillig da reingehen. Oder war der da vorne? Ich könnte auf jeden Fall erstmal vergessen. Vielleicht sollte ich mich wirklich mal hier zuerst hinbegeben. Vielleicht sehe ich dann ja sogar was. Vielleicht passiert ja irgendwas. Ich weiß nicht, wie ich das finden sollte. Huh?
Konstruktorium. So, redet hier jetzt irgendwer mit mir? Nee. Muss hier vier Dinger finden. Hier redet keiner mit mir. Ich komme hier aber auch nicht nach oben, ne? Das gibt's doch nicht. Dass ich wirklich von hier oben irgendwie dahin fliegen muss. Aber hat er das im Stream gezeigt? Ich glaube, der hat das sogar im Stream gezeigt, ne? Mann, dass es auch Nacht sein muss. Soll ich einfach mal versuchen, ganz da hinten hinzufliegen? Ich weiß doch nicht, wie der so überhaupt so weit kam. Der hat doch gar nicht so viel Ausdauer gehabt. Ich guck von außen so ein bisschen. Nein, nein, ich fall runter, glaube ich. Ich fall runter. Ich habe die Inseln zu spät gesehen. Nee, ich komme da nicht mehr hoch. Ich habe wieder alles verloren, Mann. Ach Gott. Nee, ach Gott. Nee, 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 nee. Oh, wie nervig ist das denn? Der kann doch nicht da oben zufällig gelandet sein und direkt das Ding gefunden haben. Das ist ja übermenschlich. Nachtclub? Inneren ist ziemlich die vorreaktionale Gegenkehr zur Stadt zurück. So. Nochmal. Dann kann das nicht mal schneller hell werden. So, ja, jetzt sehe ich das schon wieder nicht, ist klar. Warum muss ich Tulin erstmal aufladen? Da habe ich was gesehen, da gehen wir hin. Sorry. Jetzt bin ich wieder hier und sehe schon wieder gar nichts. Ist das die Sonne? Dankeschön. Gibt's nicht irgendwas? Nicht runterfallen. Sehe nichts. Hier ist wieder Ende von der Insel.
Flieg einfach mal da lang. Ich sehe absolut gar nichts. Wer findet denn hier was? Ich bin aus der Wolke draußen. Nee, aber hier kann das ja nicht sein. Da sehe ich noch weniger drin. Ich weiß wirklich nicht. Da ist nur ein Schrein drin. Jetzt wird es immerhin mal hell und man sieht mal ein bisschen was. Drachenkopfinsel. Nein! Das war gerade so schön. Ich würde gerne was sehen. Och, kann man das sehen nicht irgendwie ausstellen? Ist das hier Wasser? Hier kann man laufen. Was ist das denn hier? Ich sehe absolut nichts. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus, oder was? Jetzt reicht's mir. Ah, perfekt, danke. Oh, jetzt bin ich genau an der gleichen Stelle. Ding dabei. Elektrofrucht. Ich glaube nicht, dass das hier irgendwas bringt. Tiefer. Hey. Ist das hier ein Schrein? Ah. Junge, was ist das denn hier? Ach, ich sehe endlich mal wieder was. So kann es bleiben. Soll ich den machen? Hoffentlich ist es nur ein Segensschrein. Ja, sehr gut. Hallo? Ich glaube, ich muss gleich nachgucken, wo das Ding ist. Ich irre doch jetzt nicht irgendwie 2 Stunden hier rum und suche das. Ich komme immer noch nicht drauf klar, wie der das Ding so schnell gefunden hat. Drachenkopfinsel. Ich guck mich mal hier unten um. Hier haben wir nur ein paar Himmelspilze.
Ist das ein Tor da vorne gewesen? Das gibt's doch nicht. Wie soll ich denn sowas sehen? Ihr macht ja auch keiner Licht oder sowas. Kommen wir auch nicht hoch. Norden, das muss ja irgendwas im Norden sein, oder nicht? Basokasu Folge 56. Es ist so grässlich. Auf die Insel da. Nee, der schafft das wieder nicht hin. Der sinkt so schnell ab. Das glaubst du nicht. Da unten schaffe ich es vielleicht gerade noch so hin. Ich gucke jetzt nach, wo das Ding ist. Was für eine Steineule. Ich kapiere es auch nicht, auch wenn ich mir 1000 Beiträge durchlese. Streu im Verzweifeln. Was suchst du denn? Ich suche einen Weg zum nächsten Dungeon. Beziehungsweise irgendeine Maske, beziehungsweise irgendeinen Eingang. So, ich habe gerade irgendwas vom Norden gelesen, von dieser Insel. Das ist für mich hier oben. Warte, wenn ich nochmal meine Interactive Map aufmache, dann muss ich irgendwo genau hier... Ich sehe hier was. Oh Gott, wenn ich nah ranzoome, dann sehe ich das, was im Sturm drin ist. Da muss ich hin. Das markiere ich mir jetzt. So, warte. Seht ihr das? Ganz leicht kann man durchgucken durch den Sturm. Hier sehe ich jetzt wieder nichts. Ich glaube, ich muss hier oben hin. Man muss das Gewitter irgendwie wegmachen. Geht das so einfach? So, warte. Ich habe mir jetzt hier mal was markiert. Ich gehe jetzt nochmal. Ich höre nichts. Ich gehe nochmal hier hin. Nochmal. Dann zum Turm. Ich komme immer noch nicht drauf klar, wie Dazer das per Zufall gefunden hat. Da brauchst du ja eine ganze Bedienungsanleitung für das Ding. Es regnet. Warum regnet das denn auf einmal? Kann es nicht einfach Sonnenschein sein? Ja, Gott sei Dank, hier oben ist kein Wetter. So, ich fliege jetzt einfach straight zu dem Punkt, den ich mir markiert habe. Ich habe auch auf meiner Karte gesehen, dass hier noch irgendein Schrein ist. Da muss ich hin. Aber da komme ich nicht hin. Das ist viel zu hoch. Und dieser Tulin braucht so lange. Okay, warte, zack. So, jetzt bin ich auf dieser Insel. Ah, warte mal. Ist hier irgendwas in der Mitte? Irgendwie nicht. Ich bin ja jetzt genau da. Das ist der Norden. Nördlicher geht nicht.
Oh. Ah, oh. Ach, das ist Shinobu. Ich dachte, ich hätte es gefunden. Muss er hier irgendwie sein? Wisst ihr noch, als ich eben gesagt habe, oh guck mal, das Ding, das sieht aus wie eine Tür. Ich war richtig da. Okay, danke. Ich weiß nicht, wie du das immer machst. Du findest das immer alles auf Deutsch und auch noch die richtige Lösung. Und ich gucke mir 10 Seiten auf Englisch an und verstehe immer noch nichts. Das ist auch eine Tür. Nee, warte mal. Was habe ich gesehen? Ich habe das da vorne gesehen und... Ja, quasi so einen Ausschnitt habe ich gesehen. Okay, ich habe gar nicht das Richtige gesehen. Das sieht ja... Wie macht das denn Sinn? Ah, das ist da drunter. Ah, das hat doch Daisa nicht gemacht. Der hat doch nicht mal 10 Herzen. Eins, zwei, drei. Warte doch, das reicht. Da hat mir jetzt 10 Herzen gehabt, okay. War knapp. Aha. Ja, nee. Wenn schon, frisst du alles, bitte. Guckt euch Link an. Der die Fresssucht. Der ist ja alles offscreen gemacht. Nom nom nom. Okay, jetzt haben wir es. So, und das schickt jetzt so ein Lichtsignal irgendwie aus. Zum Konstruktorium. Ja. Link, Zeldas auserkorener Ritter. Bitte bringe dies an den Ort, zu dem das Licht dich führt. Alles klar. Wie komme ich denn da runter? Weisung aus uralten Zeiten, okay. Ich habe irgendeinen Story-Abschnitt, glaube ich, jetzt übersehen. Also, wie bringe ich dich jetzt am besten nach ganz da unten? Gott, wo muss das Ding hin? Da irgendwo.
Da? Da will wieder was raus. Ich stehe nur auf. Wie viele Katzen habe ich eigentlich noch hier? Ich habe mittlerweile gar keinen Überblick mehr. So, die Maske kommt mit. Kann ich die nicht einfach irgendwie einstellen? Oh. Einfach fallen gelassen. Kommt bitte, Raketen. Brauche ich ganz, ganz dringend. Nein. Irgendwer hat mal in die Kommentare geschrieben, er hat einen Kapselspender mit Raketen gefunden. Ich weiß nicht, wo der Typ schon war. Okay, ah, hier ist ein ganzer Gleitershop. Das finde ich ja super. Also wir nehmen uns den Gleiter. Packen den hier hin. Stopp. So, dann nehmen wir uns eine Steuereinheit mit. Muss ein Gleiter oder sowas bauen. Nee, das ist falsch. Wer macht denn da schon wieder das Bett kaputt? Ich hab's jetzt rausgeschoben. So, dann nehmen wir den. Und den. Die arme Katze. Der geht's gut. Hab ich so ein bisschen angedrückt, damit sie rausgeht und nicht wieder unter das Bett verschwindet. Also sie war schon unter Bett. Aber die stand genau unter der Tür. Mein Bett steht ja genau an der Tür. Brauche ich eine Rakete? Ja, einfach mal mitnehmen. So. Und du kommst mit. Du kommst aber vielleicht nicht vorne an die Rakete ran. So. Passt das denn so? Müsste passen. Okay, und go! Ob das gut geht? Ja, läuft doch. Easy. Ganz sanft runter. Ah, ja, guck mal, perfekt. Besser jetzt gar nicht laufen können. So, daran bitte jetzt. Zack. Oh. Der arme Yonobo. Ja, der hat die Gegend erkundet. Eine Eulenstatue. Das hat Dazer alles offscreen gemacht? Da kommt ja ein ganzer Tempel raus.
Und jetzt geht das Ding auf. Nee. Das ist eine Höhle. Ah ne, Abgrund am... Okay. Dann ist hier doch ein Abgrund. Stellen wir uns drauf. Oder ist es ein Aufzug nach unten? Das wäre auch mal was Schönes. Statt immer so runter zu fallen, einfach mal ein Aufzug. Das ist ja wirklich ein Aufzug. Oder ein UFO. Es ist ein UFO. Link. Ja? Zeldas auserkorener Ritter. Beeile dich. Du und ich müssen uns so schnell wie möglich treffen. Aber du bist ja in meinem Pura-Pet drin, dachte ich. Also zählt das komplette Konstruktorium als Dungeon, so wie ich das gerade eben richtig gelesen habe. Aber wozu gibt es denn diesen Spirit-Tempel? Gehört ja irgendwie dazu, oder was ist mit dem? Oder ist das wieder irgendwas ganz anderes? Ich weiß noch nicht, wie dieser Torso da vorne hinkam. In dem Video gerade eben war der noch nicht da. Linky, Strollis auserkorener Mod. So, was hab ich denn hier die ganze Zeit? Sind denn noch Reste vom Spinnennetz? Bin heute Morgen in den Spinnennetz reingelaufen. So, darf ich das jetzt einsetzen, ja? Okay. Nochmal. Link, Zeldas auserkorener Ritter. Ja, wie oft willst du mich noch so ansprechen? Was läufst du auch in Spinnennetz? Ja, denkst du, ich hab mir das ausgesucht. Mein Name ist Minero. Ich bin die Weise des Geistes. Nee, okay, scheinbar hat das ja doch dann welch was Glück, mit dem Tempel zu tun. Bist. Wir werden sehen. Endlich kann ich zu dir sprechen. Mhm. Leider lebe ich nur noch als Geist. Mein Geist benötigt ein neues Gefäß, um von Angesicht zu Angesicht mit dir sprechen zu können. 4 Fabriken sind von hier aus zu erblicken. Was ist das denn für Musik? Bitte begib dich zu allen 4. Und baue einen Körper für mich. Okay. Dies ist meine Bitte an dich, Link. Zeldas auserkorenen Ritter. Kappa. Gut, das ist eindeutig. Die haben sie auch alle markiert, ne? Würde ich sagen, fangen wir da oben an, ne? Komm ich da denn überhaupt hin? Kann ich da einfach von unten? Wird schwer. Ne, ich glaube, ich fliege da eher hoch. Was ist denn hier? Ist hier noch ein Abgrund? Ja, da geht's super tief runter. Oh.
18 Sonanium. Ich hab halt... Muss mal kurz weg, alles klar. Hab halt nur super wenig. So, kannst du geradeaus fliegen? Schaffst du das? Der fliegt nämlich nicht so gern geradeaus. Ja, klappt ja einigermaßen. Rechtes Bein. Okay. Okay, reicht, 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 reicht. So, du bleibst bitte da liegen, ja? Mit dir fahre ich gleich wieder nach Hause. Okay. Fabrik, rechtes Bein. Okay, und hier muss ich jetzt was tun? Sind das jetzt irgendwie immer so Challenges? Oder liegt das Bein einfach hier? Ist es das Bein? Okay. Scheinbar muss ich mal Challenges machen. Aber das Bein ist sogar verpackt. Ach so, ja, ist eine Fabrik. Das wird erstmal jetzt hergestellt. Ich hoffe, das dauert nicht so lange hier. Will hier heute keine 5 Stunden dran sitzen. So, kommen Sie mit. Das ist jetzt hier wirklich so ein Sonai-Tempel, ne? Ah, ne, warte. Zack, packen wir hier hin. Drehen das noch? Er kann es nicht drehen. Vielen Dank. Kein 5 Stunden Stream, nee. Es sei denn, wir sind wirklich ganz nah am Finale. Dann ziehe ich die 5 Stunden durch. Irgendwie hält das gerade nicht mehr. Ja, so müsste das passen, oder? Zack. Zack. Ich kann es auch einfach mitnehmen. Nee, okay, das geht nicht. Hallo? So. Aber dann krieg ich es hier nicht mehr weg. Ja, nein! Okay, wie soll das gehen? Hier lang auch nicht. Ich habe absolut keine Ahnung, wie ich das machen soll. Donnerblumen. Donnerblumen! Machen wir es einfach so. So, nächstes Rätsel. Was haben wir hier? Hier sind auch keine Gegner. Das wirkt hier irgendwie so verlassen und leer. Ist hier das gleiche irgendwie? Das ist das gleiche wie eben. Nein, ich komme mit.
nehme ich halt den anderen Fahrstuhl. Das da möchte ich. So. Ich bleib hier. So. Ah. Hä? Warte mal. Ich könnte jetzt eigentlich mit dem Ding hier abhauen. Oder kann ich das so noch nicht verwenden? Hier könnte ich wieder zum Konstruktorium mitfliegen. Das scheint ja nicht ganz fertig zu sein. Oh. Leider ist hier einfach hoch. Irgendwie erinnert mich das so ein bisschen an den Skyview Tower aus Skyward Sword. Skyview Dungeon? Wie hieß der denn nochmal? Skyview Tower, doch. Skyview Tempel? Da waren noch Ventilatoren. Was? Wo? Ah! Ja, aber die bringen ja nichts. Das Ding hat ja da festgehangen. So, Sonanium. Das reicht doch. Okay. Ich muss das Ding nicht irgendwie verpacken oder sowas. Dann komm wieder mit nach unten. So, sie kommen mit. Da kommen jetzt die Ventilatoren ran. Dann geht's ab. Ein Ventilator kommt ran. Der andere verbraucht zu viel Strom. So, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Zack. Oh, die großen Geisterdinger sind da oben wieder da. Oder die habe ich nicht eingesammelt, ich weiß es nicht. Muss ich mal wenden irgendwie. Oh, den kenne ich noch nicht da vorne. Da mache ich ein Foto von. Jetzt haben wir da vorne plötzlich doch einen Gegner. So, das kommt bitte mit. Und ich hoffe, das klappt so. Haus. Ah, okay. So, das war das rechte Bein, oder? Nicht das rechte Bein? Vielleicht kann ich es noch nicht einfügen. So, dann gehen wir doch direkt mal zum linken Bein. Ist es hier? Ah, wird mir noch nicht angezeigt. So, da oben. Fahren wir direkt mal hin. Stimmt. Kann ich damit gar nicht fahren? Warte mal, wenn ich das jetzt hier abmache,
Trotzdem 12 Sonanium. Eieieiei. Nein. Nein. Ich glaub links. Nee, nee, da stand ja schon rechtes Bein. So. Das Ding lässt sich super beschissen lenken, wirklich. Wo fährt der Typ denn hin? Ja, da kann man immerhin hochlaufen. Okay. Das links hat aber geleuchtet. Hat das echt geleuchtet? Ach, das war doch das rechte Bein. Ach, sein rechtes Bein. Macht Sinn, ja. Okay, so, dann gib das Ding mal her. Das ist jetzt was? Ein Arm. Tür geht zu. Tür geht auf. Nehmen wir mit. Der rechte Arm, ne? Ja, okay, jetzt habe ich es kapiert. Was ist das denn? Also dein links, ja, ich habe es kapiert. Nein. So. Nein! Um Gottes Willen. Oh, 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 oh. Was ist das denn? So, bleib mal liegen da, genau. Also das ist unter Strom. Braucht denn da Strom? Das Ganze? Der Reifen? Nicht rüberfahren, oder? Kann ich das Ding nehmen irgendwie? Nee, auch nicht. Wo ist der Reifen? Wir kommen zurück, Link. Mitkommen. Mitkommen. Nein! So, pass auf. Zack. Zack. Das klappt doch nicht. Ich glaube nicht, dass das klappt. Jetzt wieder raus.
glaube, jetzt dürften alle Katzen wieder draußen sein. Ich habe keinen Überblick mehr. Kann auch sein, dass irgendwer unterm Bett schimmelt. Hat nicht so ganz gut geklappt. Da ist eine Leiter. Hier ist eine Kiste. Ich weiß nicht so ganz, wie das klappen soll. Habt ihr da irgendeine Idee? Ich kann das Ding ja nicht bewegen. Das ist irgendwie im Strom. Strom abstellen kann ich aber irgendwie auch nicht. Irgendwas muss ich mit diesem Reifen machen. Achso. Wie komme ich da rüber? Das ist der einzige Weg. Ich muss das irgendwie abstellen, aber es geht nicht. Ja, also hier unten ist schon mal nix. Und hier ist der Anfang. Nein, jetzt kommt Neues. Ich kann mir ja nicht auch einfach, oder? Nee. Ich kann mir ja nicht einfach ein Laufband zusammenbauen. Wo das dann einfach rüberrollt. Oder? Nee, das funktioniert doch nicht so einfach. Das fällt ja runter. Oder wenn ich es da hinpacke? Nee, das fällt auch um. Ich krieg ja Schaden, wenn ich da rangehe, ne? Ja. Guck mal gleich Discord. Da muss ich ja das Bild ausmachen. Ah ne, ich krieg's auch hier. Jetzt aber. Es fällt runter. Ja, hab ein Brett. Haben wir jetzt echt keine Raketen für nach dem Dungeon oder so? Ich habe mittlerweile einen Spot gefunden, wo ich Raketen krieg. Zumindest Raketen, die ich an meinen Schild ranpacken kann. Mach das scheiß Rad ab, ich kann's nicht mehr sehen. So, was brauchen wir jetzt? Noch mehr Räder? Steuereinheit. Eine Energiesphäre hat sich erledigt. Wo? Meine Raketen als Kapseln. Ne, die habe ich noch nicht gefunden. Das kannst du gerne reinschreiben, wo die Kapseln, wo man Kapseln findet.
Weil ich kann ja einfach mit dem Ding fahren. Oh Gott, klappt das so, wie ich das vorhab? Warte, ich baue mir einfach ein Zweirad. So, das Ding fällt jetzt wahrscheinlich erstmal um, oder? Nee, bleibt stehen. Ah, was ist das denn? Okay, nee. Oder warte mal. Ich weiß nicht, ob das klappt. Irgendwie klappt das nicht so ganz. Ja, Justine, dann hau raus. Easy. Oh oh. Ist auf Discord. Ach. Nee, da gucke ich später jetzt nach. Ich habe keinen Bock, immer wieder Discord zu öffnen. Dauert erstmal eine Viertelstunde. So, ich muss jetzt aufpassen. Die dürfen mich nicht sehen. Alle haben mich gesehen. Aua. Lassen Sie mich. Soll ich auf WhatsApp schicken? Du kannst mir auch einfach sagen, wo das Ding ist. Sie sehen mich nicht da unten. Ruhig. Wo geht der hin? Ich weiß es nicht. So, machen wir mal kaputt. Vielen Dank. So, es leuchtet. Ah, da tatsächlich. Habe ich eben gar nicht gesehen. Ah. Nein! Das Bein ist weg. Der erste Schritt ist getan. Bitte bring mir auch die verbleibenden drei Teile. Link. So, das Ding kommt jetzt. Nimm das Bein, aber ganz, ganz schnell. So, und da sitzt er tatsächlich. Wie konnte ich das denn eben nicht sehen? Das Ding klappt ganz auffällig. So, rein da. Zack. Hä? Jetzt haben wir's. Aber wir haben Geduld mit dir. Ja, aber ich habe keine Geduld mit mir selber. Zwei schon sind versammelt. Ich will halt, dass hier das Spiel so schnell wie möglich weg ist. Dass ich das so schnell wie möglich durch habe. Und ich will jetzt auch nicht irgendwie so zwei Streams bringen, wo ich einfach nur rumrenne. Wäre auch wieder langweilig dann zum Zugucken. So. Wir waren jetzt da, wir waren da. Sehr schön. In einer Stunde. Wo geht's als nächstes hin? Da. Warum ist das schon wieder so weit oben? Ich meine, kann ich da hinlaufen? Gurken.
So, linker Arm. Ah, nächste schöne Rätsel hier, ja. Was ist das denn? Noch mehr Räder? Gib mal das Ding hier. Dann sehen wir weiter. 18 Uhr schon wieder, das gibt's ja nicht. So, das geht zu. Das geht auf. Okay. Lava, oh Gott. Warte, was ist das denn jetzt? Warum ist das so komisch eingepackt? Fehlt denn nicht irgendwas? Ah. Aber jetzt geht doch die Tür zu. Nee, irgendwie nicht. Ist nicht gut für die Gesundheit. Ja, ich kriege auch direkt einen Herzinfarkt. Nein, 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 nein. Oh Gott, nicht fahren. Ich kann das Ding nicht mehr ausschalten. So. Also ich mach's eher so, als ob ich nur am Rumschreien bin, als ob ich gar nicht normal rede. Ich glaube, du hast noch nie ein Video von Nintendo gesehen. Nicht fahren. So, das kriegt er doch nicht hin. Guck mal, wie der da hängt. Und... Oh, oh. Go! Hat geklappt. Einfach weiterfahren. Einfach weiterfahren. Oder stehen bleiben. Was ist das denn jetzt? Vielleicht bist du deshalb so... Ja, ja, genau. Ach, warte mal. Das Gefährt steht ja schon. So. Zack. Passt das? Ja. So, und hier müsste Ende sein. Zack. Ja. Nee. Wie haben die das gemacht? So? Ist das so richtig? Hab ich das Ding an die Tür gepackt? Wie funktioniert die Scheiße? Irgendwie fährt das auch gar nicht. Würde Sinn machen. Nee, das macht nicht Sinn. Muss man da noch reifen? Nein, nicht an die Tür. Hä? Die Achse an das Teil. Ach so. Und dann? Das Ding fährt doch nicht die Wand hoch. Ha 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 ha.
Ich will hier raus, ich habe keinen Bock mehr. Das ist ja einfach nur pure Folter. Ist es denn nicht richtig so? Nicht an die Tür. Dreh. Ach Gott. Hier? Ja, jetzt. So, zack. Nee, der fährt da nicht hoch. Das reicht! Nee, schade, das reicht nicht. Das Ding ist dick. Oh, oh, oh. Perfekt! Nur eine Geisterseele. Achso, hier komme ich wieder zurück. Ah, das ist eine Kiste. Ja. Na, wie komme ich da lang? Mit Tuli? Nee. Fünfmal Lenkelement. Easy. Okay, hier sind jetzt so Ventilatoren. Ich weiß nicht, was sie bringen. Machen die Wind irgendwie? Nee. Ich weiß es nicht. Also hier können wir das Ding... Okay, das schwimmt jetzt dann da ein bisschen, oder was? Nee, das Ding kann doch gar nicht schwimmen. Schwimmt das Ding? Ja, das schwimmt. Oh oh. Aber wie fliegt der so langsam in letzter Zeit? Nein. Ah, stopp! 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 Ganz schnell wieder hierher. Und zwar schneller! Nein! Herkommen, herkommen! Nein! Oh Gott! Donnerblumen nehme ich mit. Konstruktorium. Das dauert viel zu lang. Wirklich. Ich glaube sogar, das hier ist der Dungeon, den ich am wenigsten mag. So. Zack. Nur noch das Bein fehlt. Ein Stück noch, Link. Ein Stück noch. Bald hat mein Geist wieder eine Hülle.
Ja, da lang, ne? Da waren wir noch nicht. Nee. Aber wenn das ein Dungeon ist, kommt dann eigentlich ein Bossfight? Würde ja keinen Sinn machen. Hallo? Linkes Bein. So, letzte Prüfung. Bitte schnell. Och, Raketen. Das gefällt mir jetzt schon mal. Danke. Zack. Boop. Okay, ah. Mitnehmen. Oh, das ist es ja schon. Es ging ja fix. Okay, jetzt darf ich mir selber was mit Raketen. Oh, Raketen? Krieg ich hier Raketen raus? Wo ist Katze für uns gleich? Alles klar, Link. Mittlerweile schon so ein vorgefertigter Satz. Gegner? Raketen! Rädchen. Da war eine Rakete drin. Warum wird das... Ah, jetzt wird es angezeigt. Ah, hier war das Ding eben. Nee, aber da habe ich auch keine Rakete raus. Keine Ahnung, wo ich die Rakete eben hergekriegt habe. Muss das Ding irgendwie drehen? Hier. Nee? Nee. Also hier ist irgendwas. Warte, brauche ich das überhaupt? Ich habe einen Versuch. Ach so, ah. Nein. Zack, müsste passen. Reicht da eine Rakete? Irgendwie glaube ich da nicht dran. Vielleicht in der Truhe gefunden. Kann sein. Nein, 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 nein. Mach lieber zwei oben drauf. Nee, aber irgendwie hebt das Ding ja nicht ab. Ah, ja. Ah, okay. Dann doch so. Ich mach einfach das Gleiche. Passt. Ah! Hat nicht ganz so gut geklappt. So. Da vorne ist das Ding. Okay,
Okay, so, und bitte sag mir, das war's dann. Ich weiß zwar nicht, was das mit diesem Geistertempel auf sich hat. Das geht noch weiter. Was ist denn hier da oben alles los? Hallo? Ich glaube, die Laser machen mir aber Schaden. Da ist eine Kiste. Ja, ist mir eigentlich scheißegal, wie man da rankommt. So, warte, haben wir noch? Da vorne war doch was. Ich wollte gerade schon sagen, kriege ich das Ding nicht ab? So, machen wir es genauso wieder. Zack. Und go. Ach, guck mal, wunderbar. Ja, die Grillen schön da unten. Okay, dann... müsste das hoffentlich gewesen sein. Pass auf, jetzt gleich kommt's. Jetzt musst du erstmal in den Geistertempel. Und es ist dann ein komplett richtiger Dungeon. Mach auf. So. Wir führen nun das Bein ein. Und da ist er fertig. Okay, passiert was. Guck mal, ach, das ist die, stimmt, das ist die Trailer-Szene, wo jeder dachte, das wäre ein Boss. Stimmt, das fällt mir jetzt erst auf. Minero liebt wieder. Warum ist der so breit? Warum nicht? Wir brauchen einen Breiten in unserer Truppe. Ich danke dir, Link. Ach, die ist jetzt gar nicht da drin. Nun verbleibt nur noch eines zu tun. Du musst meinen Mysterienstein des Geistes für mich finden. Natürlich. Der Mysterienstein befindet sich an diesem Ort. Führe mich dorthin. Der Weg wird voller Gefahren sein. Das ist ja toll. Doch zum Glück birgt das Konstrukt, das du als Gefäß für mich gebaut hast, verborgene Mächte. Der ist im Dungeon. Du wirst sie selbst erleben, wenn du mich ans Ziel geleitest. Die Kräfte? Okay. Was ist das denn jetzt? Bitte bringe mich zu meinem Mysterienstein. Der sieht ja lustig aus. Da kommt da jetzt nicht noch so ein ganzer Dungeon. Fähigkeiten des Minero-Konstrukts. Du kannst auf dem Minero-Konstrukt reiten und es so steuern. Ach, das ist ja... Ah, das verbraucht Energie. Rechter Arm. Ah, ich verstehe. Link, mit diesen Waffen kannst du die Macht des Konstrukts entfesseln. Wenn du der Hand eine Waffe hinzufügst, kannst du die Angriffskraft steigern. Der Weg zum Mysterienstein ist weit und gefährlich. Ach, na super. Du solltest unterwegs bei den Waffenkammern... Jetzt machen die ganzen Dinge auch mal Sinn. Nee, aber die sind ja überall verteilt. Sieh zu, dass du dich mit der Bedienung dieses Konstrukts vertraut machst. Mein Gott. Damit du für alle Eventualitäten vorbereitet bist. Okay. Aha. Das heißt, zum Beispiel könnt ihr jetzt einfach
verbinden. Zack. Oder hier. Und ich glaube, das bringt nichts, ne? Was haben wir hier noch so? Oh, hier sowas. Warte mal, Rücken. Rücken, da, da, Rücken, Rücken, Rücken. Das da verbinden. Linke Hand. Und ich kann trotzdem immer noch schießen. Okay, das ist mein Schild, genau. Okay, ich kann aber nicht springen. Wo will die denn lang gehen? Aber ich kann das Ding noch nicht rufen, ne? Ich kann mich jetzt nicht einfach hier hin teleportieren beispielsweise. Was ist das? Die will hier entlang gehen. Na, na gut. Was heißt denn Rücken? Ah. Wie der da aussieht. Moin. Aua. Aua. Wenn du einen Sonar-Bauteil am Rücken anbringst, kannst du die Beweglichkeit... Ah. Ist noch weit, du solltest dich beeilen. Kann ich auch... Okay. Könnt ihr doch nicht ernst meinen. Tschüss. Aua. Aua. Was soll denn das? Aua. Ich bin gleich tot. Ey. Das gibt's ja wohl nicht. Die geben mir ja voll auf die Fresse. Das bringt alles nichts. Steig ab da. Ich bin tot! Das ist ja grauenhaft. Du kannst ja mit dem Ding gar nicht richtig angreifen. Der macht kaum Schaden. Jetzt darf ich den ganzen Weg wieder von vorne gehen. Nee. Ah, hier bin ich. Okay, wie haben wir das hier gemacht? Einfach hier durchrennen, ne? Steig doch ab! So, das ist der Gefährliche. Der Gefährliche hier. Ah, nee, das Miasma-Ding. Das ist auch Miasma. Ja, hau mal ab da. Nein, geh doch raus aus dem Miasma. Ja, er kämpft mit. Ich sehe gar nichts. Vorsicht, das ist ein Bockblind. Der da ist gefährlich. Der Spacko lebt ja noch.
Das ist ein silberner Exile Force. So, der ist weg. Warte, was ist das denn? Okay, ich hab gerade eine Nachricht gekriegt. Ich muss dringend zu so einer Wurzel. Ah, da kommt gleich eine Wurzel. Sehr gut, da kann ich mich heilen. Link, wenn du eine Waffe an diesem Konstrukt anbringst, kann es auch weit entfernte Gegner angreifen. Wenn du gut zielst, kannst du den Kampf gewinnen, Link. Besiege die Monster, die dir im Weg stehen und rücke vor. Ist das ein Laser? Okay, ich glaube, das ist jetzt nicht das Problem da vorne. Ah, ah, ah. Angreifen! Laser kommt weg. Irgendwie macht das schon Spaß. Will der denn lang gehen? Da vorne ist die Wurzel. Was? Ne, bleib mal hier stehen. Der bleibt nicht da stehen, der kommt ja mit. Krieg ich hier überhaupt Licht? Ah, okay. Hier ist so eine Scheiße, kannst du auffressen. Achso, ich bin ja schon voll. Mitkommen. So, wir könnten jetzt entweder hier vorbei. Wir müssen dahin, ne? Wir haben jetzt gleich ungefähr die Hälfte geschafft. Ich glaube, ich gehe hier vorbei. Komm schon überhaupt lang, ist die Frage. Das ist ein Hinox. Ja, der ist ja kein Problem. Einfach vorbeilaufen, fertig. Ah, Mineru! Wo kommt zurück, Link? Link, es ist nicht mehr weit. Ah, da vorne. Bis zum Mysterienstein. Entfessel die verborgene Macht des Konstrukts und rücke vor. Rücken Sie bitte! Entschuldigung gesagt. Entschuldigung. Oh, oh.
Okay, es ist Zeit abzureisen. Es ist Zeit abzureisen! Kollege, gucken Sie mich an, bitte. Was ist das? Ich habe gerade irgendeine Nachrichten. Bin ich noch da? Hallo? Hallo? Ich bin noch da? Okay, ich habe gerade irgendeine komische Benachrichtigung bekommen. Der ist dumm. Steig ab. So. Super gemacht, Oily. Das Ding heißt Oily. Habe ich jetzt so getauft. Oh, eine große Sonnenkugel. Ja, komm, ich steig mal auf da. Haben wir alles? Sehr, sehr gut. Und laufen. Die war nicht zu überhören. War die laut? Das sind noch mehr Kanonen, ne? Das ist sowas? Ne, brauche ich ja nicht. Also da vorne müssen wir lang, ne? Nicht absteigen, nein, nein, nein. Na, da wo keine Gegner sind, kannst du ja normal... Ist hier irgendein Gegner? Was ist hier? Ein Grog? Nee, macht ja keinen Sinn. Ich weiß nicht genau, was es hier ist. Ah, ich muss hier sogar durch, okay. Oh, das Ding ist kaputt. Man muss sich an die Steuerung mit dem Ding gewöhnen. Das ist jetzt quasi eine ganz neue Steuerung. Okay. Ah, und wenn er stehen bleibt, dann lädt er sich auf. So, Weg müsste frei sein. Jetzt ist das Ding weg. Ich fass es nicht. Ist es das? Ja, ja, ja. Da ist jetzt Minero drin. Wir müssen jetzt zum Tempel da hinten, weil da der Stein ist. Der Tränenstein, der Drachenstein. Guck mal da. Achso, ja, stimmt. Du kommst ja mit. Rücken. So. Irgendwie feier ich den. Hier sind wir noch zu. Das gibt's ja nicht. Da ist Ende, okay. So, irgendwas Großes kommt noch, glaube ich. Kommt jetzt ein... Was ist das? Das ist... Ist das ein Giga? Das ist ein riesiger Sonaniumbrocken. Ich dachte zuerst, das wäre ein Gigama. Sonanium sehr wichtig.
kaputt? Achso, muss er aufladen. Gott sei Dank haben wir schon so viele Batterien. Bossfight gegen 10 Phantom Garnons. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass der wiederkommt. Der hat sich aufgelöst. So, ich will jetzt nicht alles hier kaputt machen. Aber das, was kaputt geht, das nehme ich auch mit. Eigentlich wäre es gut, wenn ich mir das markieren würde, aber nee. So, ist da eigentlich irgendwo eine Wurzel? Hier sehen wir noch keine. Wir rennen einfach. Oh oh, da ist so eine ganze Bossbock-Gesellschaft. Ist das Ding kaputt? Ach du Scheiße, das sind sehr viele. Wir rennen einfach. Einfach rennen, einfach rennen. Rennen, 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 rennen. Rennen. Oh. Nimm, ja, sag was. Wir rennen direkt weiter. Das ist der Geistertempel. Mit diesem Konstrukt kannst du die Felswand nicht erklimmen. Wenn du jedoch die Macht des Konstrukts entfesselst, sollte es möglich sein, dort hinzugelangen. Nur ein kleines Stück. Also heißt für mich folgendes, der Typ bleibt hier stehen und ich gehe allein gucken, ne? Tschüss. Es scheint kein Dungeon zu sein. Oder? Geistertempel. Ruheort des Gefäßes der Zeit. Sieht ein bisschen aus wie in Skyward Sword. Ich bin jetzt da. Eingang zum Geistertempel. Da ist eine Wurzel. Will ich ja jetzt schon gern hingehen. Okay, so, und hier ist jetzt was? Ich muss mit dem Typ hier hin, oder? Der muss mitkommen. Warte, kann ich auch einfach... Warum stehen die denn jetzt da? Kann ich einfach eine Rakete? Ah, sie hauen ab. Kollege? Der rennt ja richtig. Guck mal hier. Nein. Guck mal, hier. Achso, drück. Das sieht mächtig aus, ne? Stellen wir uns hier hin. Und machen... Zack. Aha! Okay. Nein, nein, mitkommen. Schrecklich, dass er nur so langsam läuft. Ich muss aber jetzt nicht irgendwelche Eulenstatuen suchen gehen, oder? Wo geht's hin? Wenn da jetzt unterirdisch so ein ganzer Tempel ist, dann flippe ich aus. Nee, da ist das Ding sehr gut. Es kommt noch irgendein Bossfight. Irgendein Bossfight. Ja, guck mal, das sieht doch schon aus wie eine Boss-Arena.
Im Miasma. Ich muss mit dem Typ hier kämpfen. Ja, Yunobo, geh mal vor. Ich hab Angst. Das wird jetzt wie so ein Glover-Kampf. Roboter gegen Roboter. Das wär's. Jetzt kommt so ein Handschuh. Das ist mein größter Endgegner. Und jetzt noch so ein Sonai-Ding raus. Ach du was ist er denn? Der sieht ja genau. Oh, der ist. Das ist der Vorgänger. Das ist ja das Konstrukt, das ich einst vor langer Zeit schuf. Dieses Glöh, das Konstrukt muss von etwas Monströsem befallen sein. Peiniger des Geistertempels, gestohlenes Konstrukt. Alter, der wirkt ja wie ein Irrer. Dämonenkönigs ist, müssen wir es besiegen. Los, Link. Aber ich bin genauso irre. Der ist ja riesig. Ich hab ein bisschen Angst. Los, wir müssen das Konstrukt hier und jetzt aufhalten. Wo ist das Ding hin? Einfach mal angreifen. Ah, der macht ja kaum Schaden. Seine Panzerung ist undurchdringlich. Doch vielleicht können wir es umstoßen. 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 Oh. Aua! Ey, mein Schild! Der hat sein Schild nicht aktiviert. Aua! Synthese, Synthese, Synthese! Ab an die Wand! Kumpel! Scheiße, okay, ich muss den auch noch gegen die Wand donnern. Komm, ab an den Ring. Sehr gut. Jetzt springt er wieder ein bisschen rum. Zack. Warum kann er springen? Warum kann ich sowas nicht? Was ist das? Was ist das? Der kann aber nicht damit schießen. Aua! Das reicht. Das reicht, Kollege. Das reicht. Das reicht. Jetzt aber schnell was fressen. Kälteschutz. Der ist ziemlich eiskalt. Wärmeschutz auch noch. Auch eine Idee. Zwei Rentner kämpfen. Hallo, was soll das denn heißen? Boah, jetzt ab wieder. Randa! Okay, Hälfte ist vorbei. Zweite Phase kommt jetzt. Ne, jetzt wächst ihm da irgendwas. Oh, der sieht ein bisschen auch aus wie dieser Gegner aus Skyward Sword. Es hat Ersatzarme aktiviert. Nimm dich in Acht. Jetzt fliegt er auch noch. Ah. So sind wir ihm schutzlos ausgeliefert. Wir müssten auch aus der Ferne angreifen. Aus der Ferne? Das klappt nicht so gut. Ja, haben wir hier vielleicht irgendwas? Ich hab nichts für außer Ferne. Aua. Hier sind keine Kanonen oder sowas. Oh, okay. Komm, greif an. Nee, das ist ja kein Angriff. Jetzt fliegt er wieder. Lass dich nicht von seinem Tempel. Schlag doch zu!
jetzt aber. Ich weiß nicht, wie ich auf der Ferne angreifen soll. Ich hab nix. Aber so klappt's auch. Oh, der hat was fallen lassen. Aber das brauche ich nicht. Ich brauche eine Kanone. Ah! Ah! Elektroschutz. Der ist sehr elektrisierend. Noch mehr fressen. Der ist ja dumm. Ab gegen die Wand. Hat er was fallen lassen? Nein, hat er nicht. Was ist das da? Dachte, er hat was fallen lassen. Eine Kanone, eine Kanone. Okay, und ab an die Wand, Rentner. Ab an die Wand. Ich bin der einzig wahre Rentner hier. Neben mir gibt's keinen. Außer Basu vielleicht. Und Lilly. So, nee, das war's mit dem Kollegen. Das Ende! Mit deinen Fähigkeiten Teile abbauen? Nee, es geht nicht, wenn ich da drauf sitze. Dankeschön. Also dieser ganze Dungeon, nenne ich es einfach mal. Ich glaube, das kann man schon als Dungeon so ein bisschen zählen. Hat mir nicht so gut gefallen. Aber der Boss heute, der war... Der hatte schon was. So, da ist der letzte Mysterienstein. Das hat Bibi alles an einem Tag gemacht. So, Dankeschön. Noch ein Herzcontainer. Heute einfach drei Herz... Ne, ich habe mir einen Ausdauercontainer geholt. Aber ich glaube, ich würde sogar sagen, das war mein Lieblingsboss. Neben der Krypto-Königin. Die fand ich noch mal ein bisschen cooler. Weil bei... Die hat sich irgendwie... Keine Ahnung. Die hatte eine richtige Personalität irgendwie. So, Minero, wir nehmen uns das Ding. Dann kannst du wieder leben. Hat sich bestimmt nicht so doof angestellt. Na, glaube ich auch nicht. Ich lehne mich schon mal zurück. Ich bin die Weise des Geistes, vom stolzen Volke der Sonau. Zelda bat mich, dir zu helfen. Bitte nenne mich Bob Dylan. Minero. Sieht aus wie ein Karnickel. Minero, Weise des Geistes. Endlich treffen wir uns, Link. Ich danke dir. Nur durch deine Hilfe bin ich wieder mit meinem Mysterienstein vereint. Es war vorgesehen, dass ich in eben dem Augenblick erwache, in dem du das Pura-Pad in Händen hältst. Ja, hat nicht so ganz geklappt. Um dir beizustehen, wollte ich das Konstrukt mit meinem Geist beseelen. Doch die Schergen des Dämonenkönigs kamen mir zuvor. Schwester von Rauru, ja. Dessen Unrecht, das weiß ich. Hast du es aus eigener Kraft zu mir geschafft. Link. Hier. Die hätte sogar so eine Eulenmaske auf, stimmt. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich, Minero, gewähre dir meine Macht als Weise des Geistes. So, nimm denn diese Gabe an.
Da ist der Mittelfinger. Oh, ein extra fetter Ring. Damit sind wir auf ewig im Innersten miteinander verbunden. Ich werde nun von dem Konstrukt Besitz ergreifen, um dir meinen Beistand zu gewähren. Einst in längst vergessenen Tagen, in längst vergangenen Tagen, lebte ich auf dieser Welt. Ich war die Zeit. Es war die Zeit, in der Hyrule gegründet wurde. Das Schicksal wollte, dass ich meinem Leib entstieg und bis zum heutigen Tage als körperloser Geist lebe. Ich wohnte dem Pura-Pet inne, um nun mein Wissen mit dir teilen zu können. Den Machenschaften des Dämonenkönigs ist es geschuldet, dass wir uns erst jetzt wahrhaftig gegenüberstehen können. Ich bitte dich um Verzeihung. Lass mich nun dir enthüllen, was du wissen musst. Hätte ich noch mehr gehabt. Weh, die erzählt jetzt nochmal das Gleiche wie immer. Damals in meiner eigenen Zeit, in Jahren, die dir unendlich fern erscheinen würden. Damals erwachte Zelda als Weise der Zeit und erschien vor meinen Augen. Also war die ist dann einfach die Nachfahrin quasi. Aber wie kann... Ach Gott. Lass mich dir erzählen von einer furchtbaren Tragödie, die sich einst in Hyrule, unserem Reich, ereignete. Und von Zelda, die den Mysterienstein trug und durch die Zeit reiste. In jenen längst vergangenen Tagen fasste sie einen Beschluss von unvorstellbarer Tragweite. Und hallöchen, Lilly. Viel Spaß im Lurk. Hallo und schnell wieder weg, ihr seid ja schon weit. Ja, wir sind kurz vom Finale. Lass mich dir von ihrer Stärke und Entschlossenheit erzählen. Und wie sie diese Gefühle auf das Masterschwert übertrug, welches du nun in Händen hältst. Halte ich das? Vor langer, langer Zeit stiegen die Sonau, Nachfahren der Götter und Besitzer unermesslichen Wissens, aus himmlischen Sphären auf die Welt herab. Wieder timeline-technisch funktioniert, weiß ich immer noch nicht. Die Mysteriensteine, welche die Mächte ihrer Träger vervielfachten. Rauro, mein jüngerer Bruder, leitete das Volk mit der Weisheit der Sonau. Bald schon lernte er eine junge Irdische namens Sonja kennen und ehelichte sie. Rauro schenkte Sonja einen der Steine und gemeinsam einten sie das Land. König Rauro und Königin Sonja nannten ihr junges Reich Hyrule. Es war ein Ort, der seine Bewohner mit Glück und Zuversicht erfüllte. Doch ach, es sollte Schreckliches geschehen. Die Wüste spie einen grausamen Mann hervor. Ganondorf, diese Dreckswüste. Herrscher des Gerudo-Volks. Immer eine andere Feige Story. Feige meuchelte er Königin Sonja und raubte ihren Mysterienstein. Mit dem Stein verwandelte sich Ganondorf in ein Wesen, das man den Dämonenkönig hieß. Monster schuf er und sandte sie aus, die Welt zu unterjochen. Der wurde hier erst zum Dämonenkönig? Hyrule kämpfte tapfer und beherzt, doch der ungeheuer Massen war nicht Herr zu werden. Bald schon stand es vor dem Untergang. Das würde ja dann heißen, es spielt vor Ocarina of Time auf da jeden Fall. Da ersann Rauro eine List, die das Kriegsglück wenden sollte. Aber vor Skyward Sword kannst du nicht spielen. Er gab seinen besten Kriegern jeweils einen Mysterienstein. So wurden aus ihnen die Weisen und gemeinsam trotzten sie dem Dämonenkönig. In ihrer Überzahl hätte es ihnen ein leichtes sein sollen, Ganondorf zu richten. Doch wehe. Das auch mal ein Reich gründen. Der Dämonenkönig war weit mächtiger, als wir hätten ahnen können. Auch ich war machtlos gegen ihn. Armes Karnickel. Alle Hoffnung schien verloren. Bis Rauro. Wo putzt man mit Zähne? Der opfert sich jetzt. Bis er beschloss, zum äußersten Mittel zu greifen.
Tanz ist dein Verderben! Fesselst mein Herz und raubst meine Magie. Hast du etwa vor, mich zu versiegeln? Ein gewiefter Schachzug, das muss ich dir lassen. Doch ist dir bewusst, was der Preis dafür ist? Unterschätz mich nicht. Ich bin bereit, auch das größte Opfer in Kauf zu nehmen. König Naru! Jetzt macht das auch 10.000 Sinn. 10.000 Jahre sind ein Wimpernschlag für mich. Mein Sieg ist unvermeidlich. Du irrst. Eines Tages wird dir jemand endgültig Einhalt gebieten. Der Träger des heiligen Bandschwerts. Link, merke dir seinen Namen. Link, sagst du? Das klingt gut. Ich freue mich schon darauf, ihn zu begegnen. Jetzt macht das auch Sinn, auch mit dem Anfang. Jetzt verrottet er. Jetzt versteht man auch endlich mal, warum die Hand am Anfang einfach so abgefallen ist. Das war eine krasse Erinnerung. Okay. Diese Tragödie wird als der Versiegelungskrieg bezeichnet. Unser Leben stand auf Messerschneide, doch schlussendlich vermochten wir den Dämonenkönig zu bannen. Leider trug ich bei der Schlacht eine schwere Verwundung davon. Meine Zeit auf dieser Welt ging schnell zu Ende. Da erschien Zelda vor mir, in ihrer Hand ein zerfallenes, von der Zeit zerfressenes Schwert. Ja, als das Masterschwert im Tempel der Zeit aus seiner Hand verschwand. Da trat es eine Reise durch die Zeit an, in längst vergangene Tage, bis es schließlich Zelda selbst erreichte. Und siehe, nun führst du es aufs Neue. Das ist ja ein Wunder. Das Schwert ist also durch die Zeit gereist. Sind das die letzten beiden Erinnerungen? Ja, ich kenne es genau. Man nennt es Masterschwert. Ich musste mit ansehen, wie es zersprang. Doch ein Splitter verletzte Ganondorf. Es hat ihn verletzt. Also das muss ja zwischen Skyward Sword und Ocarina of Time spielen. Und nun? Du hast Weil in Skyward Sword wurde das Masterschwert erst entwickelt. Und in, in Ocarina of Time war Ganondorf schon der Dämonenkönig. Sogar mächtiger werden als je zuvor. Aber da müssen die Sonor ja schon gelebt haben zu Skyward Sword Zeiten. Wenn du das Schwert auf diese Weise neu erschaffst, dann könnte es vielleicht wirklich den Dämonenkönig bezwingen. Aber die dafür nötige Macht wird es nicht von heute auf morgen aufbringen. Es würde Äonen in Anspruch nehmen. Das Ganze erscheint mir aussichtslos. Es über endlos viele Jahre zu nähren. Wie soll das nur gehen? Eine Möglichkeit gibt es. Nein, das... Doch. Mit diesem Zauber ist es möglich. So hör doch. Der Preis dieses Zaubers ist hoch. Du würdest alles verlieren, was dich ausmacht. Das kannst du nicht... Magike Maxima. Minero! Du weißt, dass es dann kein Zurück mehr gäbe. Als ich das Schwert hielt... Da war mir alles klar. Minero, es war der Grund für meine Reise durch die Zeit. Ich werde das Masterschwert heilen. Link muss es bekommen. Wie du willst. Dein Beschluss steht nun also fest.
all das Leid. In unserem Stolz haben wir Sono es mitverschuldet. Und darum werde ich ihm ebenfalls mein Leben widmen, dem Helden, von dem du sprichst. Ich werde alles für Link tun, was in meiner Macht steht. Auch wenn mein schwacher Leib bald vergeht, mein Geist wird an seiner Seite sein. Und das war unsere letzte Erinnerung. Jetzt wirklich. Nicht nur die letzte Drachenträne. Joa. Im Anschluss besprachen Zelda und ich unser Vorgehen und tüftelten gemeinsam unseren Plan. Wir wollten deine Schritte in der Zukunft leiten, so gut wie wir konnten. Ihr habt da ja gut hingekriegt, ihr habt mir jetzt 4 Ziele gegeben. Nee, habt ihr ja gar nicht. Ehe die Wirkung des Miasmas mir ein Ende setzen konnte, wurde ich zu einem Geist, der dem Purapet innewohnte. Und als dies geschehen war, begann Zelda das verbotene Ritual. Sie glaubte fest daran, dass du mit dem Masterschwert den Dämonenkönig besiegen und Hyrule retten würdest. Ja, siehst du nicht mein tolles Masterschwert da? Du hast bereits die Klinge, die dir Zelda hinterließ, das Masterschwert. Ich glaube, jetzt wäre der Zeitpunkt, wo ich das hätte holen müssen. Aber das haben wir ja schon. So brich denn auf, Link. Mit der Klinge, die dir Zelda hinterließ, wirst du den Dämonenkönig Ganondorf ganz gewiss bezwingen können. Und wir haben den Schwur von Minero. Und damit auch die Weisung aus uralten Zeiten abgeschlossen. Wo ist das Masterschwert? Haben wir auch direkt abgeschlossen? Finde den 5. Weisen. Neuer Eintrag. Immer noch? Okay, ich soll wieder zu Pura natürlich. Bitte finde mich, Dienerkonstrukt. Pura. Schwebende Schloss, genau. Das schwebende Schloss ist immer noch nicht fertig. Okay. Pura beim Spähposten. Genau, aber wir haben wirklich mittlerweile alle Erinnerungen, ne? Sehr gut. Die gucken wir uns natürlich ganz am Ende nochmal alle an. Minero, wo kommt ihr denn her? Besondere Stücke? Ja, du bist doch ein ganz besonderes Stück. Materialien von Relevanz. Minenkonstrukt. Ja, was ist? Ein antiker Dolch. Danke für sowas. Auftrag der Wert Minero Materialien. Darum bitte ich dich, mir Sonanium aus seinem Besitz auszuhändigen. Bitte sorge dich nicht, du bekommst im Austausch auch etwas aus meinem Inventar. Für nur 50 Sonanium erhältst du nicht mehr und nicht weniger als einen antiken Dolch. Nee. Die Dinger sind ja nur Scam. Die Dinger will ich nicht. Ich muss die dem abkaufen? Was ist das denn? Was hat er? Sein gegrüßt Schmiedkonstrukt? Aha. Guck mal. Nee, so Nanium-Sachen brauche ich nicht. Da hole ich mir lieber Batterien für. Okay, die Zeit ist gekommen. Ja, mitkommen. Wo sind die anderen Schwachmaten? So, Freunde. Ich spiele das jetzt heute noch zu Ende. Ich hoffe wirklich nicht, dass irgendwie jetzt das Finale noch als letzter Dungeon irgendwie durchgeht. Dann mache ich gleich eine Pause. Esse ein bisschen was. Und danach spielen wir das Spiel zu Ende. Also, wir spielen es nicht zu Ende, aber Story zu Ende. Ich hoffe, das dauert nicht so lange. Ich hoffe jetzt nicht, dass da irgendwie im Untergrund noch ein ganzer Tempel auf mich wartet. Was war das hier jetzt nochmal? Ein Hinox war das, ne? Ja, kann weg. Gut, ich muss noch irgendwie hier hinkommen. Komme ich da hin? Warte, ist da ein Fluss? Natürlich ist da ein Fluss.
Heißt, ich komme gar nicht dahin. Wie komme ich denn dahin? Ich müsste hier außen rumlaufen. Ist hier zufälligerweise irgendwo ein Loch? Nee, ne? Weil überall, wo auf der Overworld ein Fluss ist oder halt irgendwie in irgendeiner Form Wasser, ist im Untergrund eine Wand und man kann da nicht vorbeilaufen. War hier nicht irgendein Abgrund? Nee, ich müsste dann jetzt hier komplett außen rum. Nee, dann machen wir das jetzt nicht. Gucken wir in einer Pause irgendwas? Nö. So. Heißt, wir erstatten jetzt purer Bericht. Dann hoffentlich sagt ihr, ich soll dann in den Untergrund gehen. Und dann machen wir das folgendermaßen. Wir rüsten uns aus. Heißt, was heißt das denn? Eigentlich muss ich nur was kochen. Und die Rüstung nochmal verstärken. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich muss meine Rüstung noch verstärken. Ich muss zur Fee später. Wo ist Pura? Ich weiß nie, wo die ist, da oben. War es das jetzt eigentlich mit dem Tempel im Untergrund? Joscha, zeig mal das Bild her. Das ist doch das Ding, oder? Ich habe einen Tempel gefunden. Pura-Pet. Und hast du irgendeinen Hinweis zur Identität des fünften Weisen gefunden? Ja. Ich habe einen ganzen Tempel gefunden. Die Weise des Geistes? Du hast Minero gefunden? Das ist einfach. Das ist ja fantastisch. Dann haben wir jetzt alle fünf Weisen erneut vereint. Hast du großartig gemacht, Link. Sie mag ein Geist sein, doch als Weise bot sie gemeinsam mit Prinzessin Zelda, dem Dämonenkönig, die Stirn. Auch bin ich froh, dass du jetzt endlich etwas über das Schicksal der Prinzessin erfahren hast, Link. Eines ist nun klar. Zelda wusste, dass der Dämonenkönig nur durch das Masterschwert endgültig besiegt werden konnte. Stimmt, das hatten die ja damals nicht. Daher fasste sie in ferner Vergangenheit den Entschluss, es zu stärken und seine Kraft wiederherzustellen. Sie hat alles getan. Warte, nee, das macht ja wirklich Zeit, dass das irgendwie Zeit... das macht ja Sinn, dass das zeitgleich mit Skyward Sword spielen muss. Oder halt irgendwie danach. Weil zur Zeit gab es zwar schon das Master Schwert, aber es gab keinen Helden. Und eine Prinzessin gab es da auch nicht. Nee, wobei, nee, das ist ja dann eigentlich Zelda. Zelda ist ja eigentlich die die Nachfahrin von Minero, aber auch gleichzeitig die Vorfahrin von Göttin Hylia. Und auch gleichzeitig die Nachfolgerin von der Schülerin vom Direktor aus Skyward Sword. Aber der Direktor war ja ein Eulenmann. Und der Eulenmann ist ja Rauru. Und der war ja der erste König von Hyrule. Und das macht ja auch dann irgendwie Sinn, weil Rauru ist der erste König von Hyrule. Und der spätere Eulenmann wird der spätere König Rauru. Ich muss ganz, ganz dringend in eine Pause. Die muss 5 Stunden lang gehen. Ich hoffe, da gibt es noch irgendwann von Nintendo eine Erklärung, wann das hier spielt. Also wann diese Erinnerungen das spielen. Was, du hast das Master Schwert schon erlangt? Aha. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Das sieht man doch da. Das ist die Kanone, als Kanone getarnt. Unglaublich, dass es sich auf dem Kopf eines weißen Drachen befunden hat. Nun, wie dem auch sei. Die Prinzessin hat all ihre Hoffnung darauf gesetzt und war bereit, ihr Leben zu geben, um uns etwas zu hinterlassen. Ich danke dir, dass du es gefunden hast, Link. Und jetzt im Nachhinein kann ich es dir ja sagen. Und das Masterschwert sah so einfach aus, als würde dir etwas fehlen. Danke. Jetzt kann ich es ja sagen. Ich finde, ich sehe ohne meine grüne Kleidung aus, als ob mir was fehlt. Damit solltest du nun bestens auf die Entscheidungsschlacht vorbereitet sein. Was? Ja, dafür musst du Skyward Sword kennen.
Ah, das schwebende Schloss, endlich abgeschlossen. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wo sich der Dämonenkönig befindet. Wir können wohl davon ausgehen, dass er sich nicht mehr in Schloss Hyrule aufhält. Mir fällt kein Ort auf der Oberfläche ein, an dem wir noch suchen können. Das ist es, der Untergrund. Was meinst du? Wäre es nicht sehr wahrscheinlich, dass er sich im Untergrund aufhält? Es bleibt natürlich dir überlassen, aber es könnte sehr empfehlenswert sein, dich bei Joscha zu erkundigen. Ah, jetzt auf einmal, natürlich. Joscha hat den Untergrund erforscht, vielleicht weiß sie etwas. Ab hier übernimmst du. Vernichte Ganondorf. Okay. Hallo. Joscha. Wir haben uns doch gerade erst unterhalten. Ja, deine komische Cousine oder Schwester oder Mutter oder was das ist, hat mich gerade zu dir geschickt. Wir haben uns doch gerade erst unterhalten. In der kurzen Zeit gab es doch keine neuen Erkenntnisse. Ich weiß nur von den Süd... Okay, ja, Boden des Abgrunds. Das ist ja wunderbar. Nach Südwesten ausgerechnet. Ach so. Südlich der Ebene von Hyrule und Statuen entdeckt. Ja, aber das bringt mich nicht weiter. Am Bautomatik nach Südwesten führt. Geht man davon aus, dass sie absichtlich so aufgestellt wurden, müsste es jenseits des Tempels etwas zu entdecken geben. Aber ich gehe doch jetzt nicht zu den Jäger. So, was ist die dumm? Hurra, deine komische Freundin da ist mega dumm. Red selber mit der. Wir gehen einfach später ins Loch da rein. Also, ich würde sagen, ich mache mal eine Pause, dann sehen wir uns. Doch, ihr hört mich, aber das hier muss ich anschalten. So, da bin ich wieder. Hat irgendwie auf die Uhr geguckt, wie lange das gedauert hat? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich mache mal, die Clips doppeln sich schon. Echt? Ja, kann sein. So, wir müssen kochen. Hier ist bestimmt irgendwo ein Kochtopf, den ich noch nie entdeckt habe. Aber der muss hier irgendwo sein. Wahrscheinlich hier unten irgendwo. So, ich rede jetzt auch mal ein bisschen leiser, weil ich habe Fenster aufgemacht. Ein Dämonenkönig? Nee. Was ist denn das aufgegriffen? Hier ist kein Kochtopf. Ich höre doch was. Ist das ein Kochtopf? Ja, oder? Doch, nö. Na, was denn jetzt? So. Weißer Leune Massivhorn. Ich hätte eigentlich gerne mehr von den Gipto-Knochen, aber da kann ich, glaube ich, nichts tun. So, deshalb, wir müssen jetzt mal gucken. Wie kann ich denn nochmal was nach Rezept kochen? Wie ging das denn nochmal? Sortieren? Ah, Rezepte. Zack. Variationen. Wir haben ja schon ziemlich viel, ne? Achso, ich kann das nicht direkt kochen. Das ist blöd. Da muss ich ja immer hier erstmal nachgucken dann. Warte, was haben wir denn so Schönes? Muss ich vielleicht irgendwas wissen? Hier mit Ausdauer? Nee, das ist klar. Angriffskraft mit so einem Schwertding, das ist auch klar. Bratchilis. Achso. Was habe ich mal gelesen? Brachilis, irgendwie sowas. So, ich glaube nicht, dass es da unten kalt sein wird. Das hier, da brauche ich immer so ein Maxi-Teil, ne? Um irgendwie so mehr Herzen zu bekommen. Kochen mit Musik, kochen mit Musik. Aber so viel kochen wir, glaube ich, gar nicht. Es gibt doch irgendwie... Wie geht das, dass ich hier nicht... Nein. Wir sind am Ende. Keine Ahnung. So, ihr wollt kochen mit Musik, ja? Dann suche ich euch Musik.
Warte. Ja, hier, perfekt. Zufallsmix. Wir singen jetzt Hit the Road Jack. Warum gibt's das? Stört mich das nicht von Sinking. What you say? Guter Tenor. Das nehmen wir. Sympathisch. Akzeptiere, dass ich besser kochen, backen kann. Was soll das jetzt halt? Hallo Hund. So, wir haben so viel zu essen. Eine Donnerblume kann ich nicht kochen. Warte mal. Zack. Nein, nicht in die Hand. Noch lauter. Palmfrucht. Nee, Moment, das ist ganz schön. Ich hab auf sie vertraut hier, hallo. Das so, nee, ich muss Kopfhörer anmachen, sonst höre ich nichts. Also sonst höre ich zu viel Musik, das lenkt mich ab. Hab ich gekocht gerade? So. Kochobst. Warte, nee, erstmal gucken. Also Eisfrucht brauche ich nicht, Feuerfrucht brauche ich auch nicht, Rostig brauche ich nicht, Elektrofrucht. Ich weiß halt nicht, was der alles kann. Vielleicht hat er auch so Elementarangriffe. Schwertbanane auf jeden Fall wichtig. Davon brauche ich ein bisschen was. So, dann haben wir zwei davon und zweimal Edelbild. Man macht hier wieder zusammen Karaoke-Stream? Nee. Wird kein Karaoke-Stream mehr kommen in nächster Zeit. Hier, Maxi-Trüffel habe ich 5 Stück. Qualmerling bringt nix. Fitling, was macht denn Fitling? Dann bin ich einfach nur schneller unterwegs, ne? Nee, das ist Spurtling. Was macht ein Fitling? Ich werde es nie herausfinden. Ah, okay. Spurtling. Extra Ausdauer. Leuchtpit brauche ich nicht. Ausdauerling. Hier, das brauche ich. Also das ist ja schrecklich, das Lied. Aha. Immer nochmal. Ich brauche noch mehr Ausdauer. Kann es sein, dass ich die ganzen Ausdauerpilze gefressen habe? Der nächste, du. Nächsten Freitag mit Basu Kaso. Das Race. Dann hängt das Bild auch. Dann hängt das Bild im Hintergrund. Im Greenscreen. Ich find's super, das glaube ich dir. Ananas auf Bratwurst? Halt mal diese ganzen Dialoge. So, nochmal Maxi-Ding da. Zweimal. Und. Vielleicht Schwertling. Gut, danke schön. Pitkarotte mit großem Fleisch. Nee. Das hat gar nichts gebracht gerade, oder? Ich hab noch Schuhe. Fitkarotte. Mit großem Fleisch. Was heißt denn großes Fleisch? Luxuswild? Edelwild? Luxuswild. Okay. Nehmen wir zwei davon und Rüstlinge. Abwehr. Rüstungskürbis. Mit Rüstling. So, ich brauche noch Miasma-Schutz. Muss ich drauf achten. Was ist das? Athen. Suppen. Warte, Finsterklumpen. Hier Rezept auswählen. Guck mal. Dubiose Matsche, nee. Chemiasma-Schutz mit Essen. Nehmen wir mal zwei mit sowas. Luxuswild und zwei Fitlinger müsste reichen. Ich glaube, ich habe keine zwei mehr, oder? Luxuswild. Zweimal Fit-Karotte. Aber was krieg ich dann? Dann krieg ich auch nur so ein Ausdauerding, oder? Ja. Oh ja nicht. Every now and then I get a little bit terrified and the was? Your eyes?
bright eyes. Every now and then I fall apart. Ich kann mir das nicht anhören, nee, sorry. Das ist ja grauenhaft. Alleine die Mikroqualität. Wir finden was Besseres, wartet. Ja, das da. Nee, das nicht. Das da. Alter, das ist wieder so leise. Ja, dann ist es halt leise. Alle Hände hoch. Ach, ist das so? Prinzessin in Enzian. Ach so, warte. Hast du mir jetzt um mich erstmal den gecraftet? In die Hand. Mit bisschen Ding. Immer Effektdinger mehr als Fleisch. Okay. Ah. It's the cocoa fruit from the cocoa tree. Wird Zeit für neue Songs? Nein. On the cocoa tree from the cocoa palm family. Ay, 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 there's so many uses. Oh, Omelette. Oh mein Gott, was war das? Ich bin noch im Discord-Call drin. Nein, Scrolli. Nein, die hat nicht meine Frisur. Das ist auch beschissen. Das ist ja super laut. Secret. Gibt's denn kein normales Video? Ah, hier. Das hat zumindest eine normale Lautstärke und einen angenehmen Ton. Das ist zu laut. Moment, ich muss ein bisschen leiser machen, sonst höre ich gar nichts mehr. So, das ist Qualität. Ausdauer, logisch. Ausdauer, Knolle. Verträgt sich das? Ja. Wie viel habe ich denn noch? Na, bald ist wieder voll. Wie stelle ich diesen Miasma-Komisch-Ding da nochmal her? Warte mal, man kann das auch kochen, habe ich gesehen. Bringt das? Nee, gar nichts. Hast du mit Best-Offern gemacht? Ja. Ich weiß nicht, was ich noch kochen soll. Wie ist der Würmchen? Steinsalz. Diese Welt ist wie ein Buch, sprich den bösen Zauberspruch und drehe dich in Schnee und Eis. Den Song auf dem Handy. Ja, du hast alles auf dem Handy, da wundert mich nicht. Nein, ich warte. Wo ist mein Trüffel? Hab ich noch Trüffel? Ja. So, Ultra Essen. Ah, zwei Herzen. Feuerding brauche ich nicht, das kann ich nicht kochen. Chilis. Spurtlotus. Ich weiß nicht, was ich noch kochen soll. Rüstlinge. Rüst. Ja. Nee, Schwertling. Ja, dann halt Schwertling. Haben wir Schwertgras irgendwie? Gibt's sowas? Schwertgras, tatsächlich. So, das reicht doch, glaube ich. Vom Zirkel. Wir wissen nie, was der Oschi sonst noch singt. So, dann gehen wir noch zur Fee, zu beiden Feen. Ein paar Monstersachen habe ich ja jetzt noch. So, Fee Nummer 1 war da vorne. Fee Nummer 2 war da. Ich habe nur zwei Feen, ne? Ne, drei habe ich. Ne, zwei. Quelle der großen Fee. Quelle der großen Fee. Ich habe drei Feen? Ne, die ist noch zu. Warum? Weiß ich nicht mehr.
Geh mal zu ihr hier mal. Mach wieder an. Ne, kochen ist vorbei. Minero-Konstrukt. Koch noch was. Ne, ne, ne. So, die Fee ist da oben irgendwo da. Oh, ich hätte ja schon irgendwie noch so ein paar Villen der Weisen. Da habe ich erst einen einzigen gefunden. Aber egal. So, Cortura. Ist das Cortura? Ne, Cäsar ist es. Guten Tag. Verstärken bitte. Also das kannst du verstärken auf 12. Aber was ich wirklich brauche, ist das da. Eldra-Klaue. Das hier kann ich... Ach, das geht auch nur auf 5 rauf. Besser als gar nichts. Nee, aber ich krieg das nicht hoch auf 12. Geht nicht. Also ich brauche 2... Nee, Farodra-Klaue und Eldra-Klaue brauche ich. Das brauche ich alles nicht. Ich könnte halt das hier noch. Ja, ich glaube, das mache ich auch mal. Dann ist nämlich alles auf 12. Und dann ist das meine stärkste Rüstung. Die Ritterrüstung, auch wenn die ultra hässlich aussieht. Aber dann kämpfe ich so. Es sei denn, ich kriege jetzt noch ganz, ganz schnell irgendwie 2 Schuppen. 2 Krallen. Aber ich glaube, so schnell finde ich die beiden jetzt nicht mehr. Also Eldra und Farodra. Wo war nochmal Farodra? Also wo fliegt die rum? Der, die, das. Ich weiß es nicht, das ist mir auch eigentlich egal. So, wir waren bei den Feen. Wir haben was gekocht. Joscha will mir nichts sagen. Würde ich sagen, auf geht's zum Finale. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich sagen. Ich hoffe, dass ich jetzt überhaupt den Weg finde. Vielleicht hätte ich mir noch ein paar Raketen mitnehmen sollen. Egal. Jetzt ist es zu spät. Das ist Schluss. So, richtig ausrüsten. Zack, zack, zack. 36, okay. Ja, Bogen, da kommt jetzt wahrscheinlich erstmal noch. Ich glaube jetzt nicht, dass ich jetzt da hingehe und dann kommt direkt der Final Boss. Zack. Nee, nee, warte, das da. Ich habe gar nicht mal so gute Waffen. Weg. Ja, ich muss jetzt so laufen. Kommt jetzt wieder Blutmond? Nee, ist nur, weil ich hier in der Nähe bin. So, Kollegen, ihr kommt alle mit. Wir... Da vorne ist das Loch. Einmal Witz, bitte! Okay. Witz des Tages kommt sofort. Der Witz vom ...8. Juni, noch nicht so lange her.
Witz des Tages. Treffen sich zwei Planeten, sagt der eine, Mist, ich habe Menschen, sagt der andere, keine Sorge, das vergeht von selbst wieder. Was ist das denn für ein Witz? Der ist ja, das ist der schlechteste von allen. Namenstag hatten Helga und Ilga. Und Sasu. Und Mamu. Nee, keine Ahnung, was das ist. So viel zum Witz des Tages. Weiter geht's. Ah ja, das behalte ich alles. Wir brechen auf. Warte, nee, das gefällt mir aber nicht. Da muss ich noch einmal kurz... Nicht die Facecam, Moment. Hier. Nee, ist immer noch asynchron, egal. Hält keiner auf. So, wir müssen da vorne irgendwo runterfallen. Ja, Minero, lauf, Euli.